Marktplatz Coburg. Wir grüne Landtagsfraktion, wir beginnen heute hier in Coburg unsere dreitägige Winterklausur. Wir treffen uns hier auch mit vielen Coburger Grünen. Coburg ist ja in Oberfranken eine unserer großen Hochburgen. Hier gibt es viele Grüne, hier wird viel gute grüne Politik gemacht. Wir stehen hier auch an einem wahrhaft historischen Ort. Hier oben steht der Albert. An einem historischen Ort für grüne Frauenpolitik. Denn Albert ist ein Denkmal für all die Männer, die es schaffen, an der Seite einer starken Frau ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Bei ihm war es die Queen Victoria. Außerdem gibt es gleich hier um die Ecke, und das ist ganz besonders wichtig für Coburg, gleich um die Ecke gibt es einen Bratwurststand. Und die Coburger Bratwürste, die sind nun wirklich weltweit berühmt. Und zwar nicht etwa, weil sie besonders dünn oder besonders kurz sind wie die Nürnberger. Nein, die Coburger Bratwürste, die werden auf Tannenzapfen gebraten. Das macht sie so besonders und das macht sie auch besonders lecker. Und ich hoffe, wir werden in diesen drei Tagen nicht nur über die politischen Themen reden, das ist Demografie, das ist sicherlich auch der Netzausbau, der hier mit einer geplanten Hochspannungsleitung eine ganz besondere Rolle spielt und auch für viel Diskussionen sorgt. Das ist die Integrationspolitik und auch der Kampf gegen Rechtsextremismus. Aber wir werden natürlich auch Gelegenheit haben, die guten Bratwürste zu probieren. Ich habe eben schon erzählt, wie toll die